Im Februar dieses Jahr hat Baxter in seinem biomedizinischen Zentrum, Forschungszentrum an Ort an der Donau in der Nähe von Wien hier, ja, 72 Kilo von normaler Grippenstoff mit einem Vögelgrippevirus verunreinigt. Ja. Und dieses 72 Kilo an 16 Labore verteilt, in 4 Ländern, auch an Deutschland. Und wenn Leute diese Grippenimpfstoff genommen hätten, hätten sie die Vögelgrippevirus von dem Impfstoff bekommen. Und es ist fast zu einer weltweiten Pandemie gekommen. Außerdem ist es so, dass die Weltgesundheitsorganisation hat Baxter diese Vögelvirusstamm überhaupt gegeben. Also die zwei Akteure, die jetzt sozusagen eine Pandemie ausrufen und Zwangsimpfungen empfehlen für die gesamte Welt, sind auch diejenigen, die hier in Österreich nachweislich eine Pandemie fast selber ausgelöst haben. Das heißt also, derjenige als Unternehmer, der den Impfstoff nachher verkauft, produziert vorher das als Krankheit, gegen was man im Grunde genommen impfen muss. Nach die Pandemiepläne von verschiedenen Ländern bekommt WHO die Vollmacht über die Gesundheits- und Sicherheitskräfte in jedes Land. Es kann auch eine Zwangsimpfung anordnen. Ja. WHO hat diese Macht. Es hat auch die Macht, Quarantäne anzuordnen und die Reisemöglichkeiten von Leuten einzuschränken. Es hat die Macht, die Gesundheitskräfte und Sicherheitskräfte zu benehmen in einem Pandemienotfall. Also im kommenden Herbst können wir uns in einer Situation befinden in allen Ländern der Welt, alle 94 Mitgliedstände, wo wir gezwungen werden, dieses Impfstoffenwachste zu nehmen. Und auch ist es wichtig zu verstehen, dass Baxter wie Novartis und GlaxoSmithKline sitzen auf dem Impfstoffkommission. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine Situation, in der diejenigen in der WHO, die beschließen, eine Pandemiestufe auszurufen und jetzt in unserem konkreten Fall die höchste Pandemiestufe, gleichzeitig mitgesteuert werden von Pharma-Giganten, die dann an den anschließend verordneten Zwangsimpfungen auch noch verdienen. Und kräftig verdienen, ja, zwar Milliarden verdienen werden. Dass es gibt Gründe zu denken, dass dieser Impfstoff ist nicht nur da, um Geld für sie zu machen, sondern es ist da, um im Grunde genommen eine Milliarden von Leuten zu töten, und zwar mehr oder weniger gleichzeitig um die gesamte Welt. Also es ist Teil einer Entvölkerungsagenda, dass von die eine kleine Gruppe Leute betrieben wird, die im Grunde genommen sowohl die World Health Organization wie Baxter finanzieren. Und alle Grundlage ist bereit für dieses Szenario. Und die wenigsten Leute wissen, dass das die Situation ist. Sie werden dadurch überrascht sein, als ein Schlag nach dem anderen hereintritt, als ein Gesetz, das sie gar nicht wissen, existiert, nach dem anderen plötzlich in Kraft tritt. Und sie werden sich in eine Atmosphäre der Verwirrung, der Hysterie, in einer Situation gedrängt, wo sie keinen Ausweg finden. Deswegen ist es sehr wichtig, die Zeit hier zu benutzen, rechtliche Schritte zu unternehmen, das zu blockieren, dass es nicht möglich ist, diese Zwangsimpfungen durchzuführen.